Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, eure Gesichter sehen zu können. Wir haben ja heute hier eine Erleuchtung, dadurch, dass die Decke hier nicht verdunkelt ist. Es gibt bei uns in der Familie einen geflügelten Satz, der, ich würde sagen, mindestens einmal die Woche fällt. Und zwar dann in der Situation, wenn eine Person in die Gemeinschaft der Familie hineinkommt und eine Frage anfängt, die da lautet, wer hat, mit einer festen Stimme die Frage stellt, wer hat den Kühlschrank offen gelassen oder wer hat den Föhn zuletzt benutzt, wer hat? Und dann kommt dieser geflügelte Satz, wie aus einem Mund, ich war es nicht. Ich war es nicht. Und das ist ein Satz, den ich mir selber auch angewöhnt habe, der manchmal schneller kommt, als die Frage zu Ende gesprochen ist. Wer hat? Und dann sage ich schon, ich war es nicht. Unter dieses Motto möchte ich die Predigt heute stellen, ich war es nicht. Und wir werden sehen, was das für dich zu sagen hat. Vielleicht, und das ist mein Gebet, geht dir heute etwas auf, wie Gott ist, und du wirst im Herzen tief erreicht und sagst, dieses Datum schreibe ich mir in mein Tagebuch. Vielleicht nimmst du heute etwas mit und sagst, das ist ein Schlüssel für mich, wie ich andere auf Jesus aufmerksam mache, durch das Wort, das Jesus selber gesprochen hat. So möchte ich mit uns lesen, einen Abschnitt aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Matthäus Kapitel 25. Und Jesus sagt, es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäft zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben.
Wer aber nichts hat, dem wird noch das Wenige, das er hat, genommen werden. Und werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Dieser Bibelabschnitt steht im Zusammenhang mit mehreren Lehreinheiten, die unter der Frage stehen, was bleibt eigentlich, was ist nachhaltig? Vielleicht denken wir auch heute in turbulenten Zeiten, vieles verändert sich rasant. Was gestern noch Schlüsselindustrie Deutschlands war, die Autoindustrie, ist heute plötzlich Krisenbranche. Was gestern noch gut und billig war, Fleisch beim Discounter, ist heute ein Skandal. Was gestern noch Ausgleich vom Alltag war, Party ohne Ende, ist heute lebensgefährlich. Und viele fragen sich, was bleibt eigentlich? Was ist nachhaltig? Und so fragen auch die Jünger damals Jesus, was bleibt eigentlich? Was hat Ewigkeitswert? Und Jesus gibt eine Antwort in mehreren Gleichnissen. Unter anderem dieses Gleichnis von dem Geschäftsmann mit den Verwaltern oder den Managern. Was ist die Geschichte? Ein Firmeninhaber geht auf Geschäftsreise. Er überlässt die Geschäftsführung seinen drei Top-Managern und jeder ist für einen begrenzten Bereich verantwortlich. Die Geschäftsreise dauert länger als ursprünglich angekündigt. Und so muss jeder der drei Top-Manager alleine zurechtkommen, ohne den Chef. Aber plötzlich, unerwartet, steht er wieder vor ihnen. Er hat keine E-Mail vorher geschickt, keine WhatsApp, bin unterwegs, stecke im Stau. Er hat nicht angerufen, keine SMS, kein Fax. Nichts. Er steht einfach wieder da. Ich bin wieder da. Er steht einfach wieder in der Firma. Und die drei Top-Manager müssen sich verantworten. Keine Zeit mehr, die Ergebnisse aufzuhübschen, die Bilanzen zu frisieren vielleicht oder die Lagerbestände noch schnell aufzufüllen. Oder wenigstens das Büro aufzuräumen. Vielleicht das Bild vom Chef wieder aufzuhängen, was in der Zwischenzeit abgehängt worden war, weil die anderen Kollegen sie als Dartscheibe benutzt hatten. Nichts konnte mehr auf die Schnelle gerichtet werden. Der Chef steht da. Und so wie sie vor ihm stehen, so ist es jetzt in diesem Moment. Ich habe einige Jahre in einer Bankfiliale gearbeitet, etliche Jahre an der Kasse. Und einmal im Quartal kam die Innenrevision, eine interne Kontrolle. Die standen schon früh am Morgen vor der Bankfiliale. Bevor alle Mitarbeiter kommen, standen die schon am Personaleingang und haben uns begrüßt. Ohne Vorankündigung, also nicht der Hinweis, morgen oder nächste Woche kommen die. Nein, die stehen einfach vor der Tür. Und die haben alles kontrolliert. Einmal im Quartal. Das ganze Bargeld, Scheine, Münzen, Sorten, also Fremdwährung, Reisechecks, EC-Karten, ob alles da ist, ob alles ordentlich ausgetragen wurde, die nummerngesicherten Vordrucke, ob, wenn man im Urlaub geht, die Schlüssel auch rechtzeitig übergeben worden sind, ob unterschrieben wurde, dass der Schlüssel an den Kollegen und wieder zurück. Ob die Tresorkombinationszahlen regelmäßig geändert wurden und ob das quittiert wurde. Alles wurde kontrolliert. Und die Kontrolleure standen morgens da und gingen mit den Mitarbeitern in die Bankfiliale. Keine Zeit mehr. Ich habe es nur verschoben, ich wollte es morgen machen. Nichts geht mehr, so wie es ist. Mussten wir dann Rede und Antwort stehen. Und sie legen direkt los zu kontrollieren, wie es ist. Und so in dieser Geschichte ist es auch, der Chef steht plötzlich da und sagt, so, jetzt würde ich doch gerne mal sehen, wie es gelaufen ist, als ich weg war. Jetzt, kommt mal direkt alle ins Büro. Ja, mit zwei ist er zufrieden und mit einem ist der Chef nicht zufrieden und er wird gekündigt, fristlos, muss die Firma verlassen, sofort. Soweit die Geschichte. Was bedeutet es? In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ein Bild darauf, der Chef, so ist die Geschichte, ist Gott. Manager sind die Menschen. Das anvertraute Geld, 1, 2, 3, 4, 5 Zentner Silberstücke,
dass das Leben, das Gott uns anvertraut, unterschiedliche Talente. Manche bekommen mehr, manche bekommen weniger. Manche sind mehr musikalisch, haben wir heute gehört, andere vielleicht weniger. Manche sind mehr kreativ, andere, wie ich, weniger kreativ. Manche sind körperlich sehr belastbar, andere wie ich, nach 2 Tagen ein bisschen am Boden rumrobben und irgendwie Vinyl verlegen, fühle mich wie ein geprügelter Hund. Weniger belastbar. Manche haben gutes mathematisches Verständnis, ich kann nicht bis 3 zählen. Manche sind sehr gastfreundliche, manche können sehr gut backen und kochen. Manche haben ein größeres Talent, Beziehungsfähigkeit zu leben. Manche haben mehr Geld, manche weniger. Manche haben viel Zeit. Eigentlich alle haben viel Zeit. Aber die meisten Talente sind unterschiedlich verteilt. Und ich kann mein Leben lang neidisch sein. Ach, hätte ich doch und könnte ich doch und warum habe ich nicht auch wie? Warum kann ich nicht so gut Bauarbeiten wie? Warum kann ich nicht so gut Fliesen kleben wie? Ich kann mich mein Leben lang darüber ärgern. Oder es akzeptieren und die Stärken des anderen wertzuschätzen und zu sagen, das kann ich nicht. Kannst du mir helfen? Ich kann es nicht. Ich brauche dich. Und meine eigene Begrenzung anzunehmen. Ich kann es nicht so gut wie du. Das ist so. Ich kann es nicht so gut wie du. Und ich finde es gut, dass du das kannst und ich brauche dich. Gut, wohl dem, der sich darin immer wieder übt. Ich finde es manchmal schwer. Ich möchte am liebsten alles können, überall der Superheld sein und merke, andere können es besser. Und ich versuche mich immer wieder daran zu üben, nicht neidisch, eifersüchtig, missgünstig zu sein, sondern es wertzuschätzen. Nun, in dieser Geschichte, der Chef ist auf Geschäftsreise und so ist auch Gott. Er lässt uns freie Hand. Der Chef ist weg. Ist die Katze, wie war das nochmal, ist die Katze aus dem Haus, springen die Mäuse auf dem Tisch. So ist es oft auf der Arbeit. Der Chef ist weg, er ist nicht da. Ja, mit der Pünktlichkeit wird ja eher überbewertet, solange der Chef da ist. Gott lässt uns freie Hand. Es kommt kein Blitz und er sagt, Markus, was machst du da? Was machst du da am Handy? Was guckst du dir da an? Wie lange guckst du da drauf? Er lässt keinen Donner erschallen, keine Lawine rollt das Haus um. Gott lässt uns freie Hand. Er ist nicht da. Er überlässt mir die Verantwortung, was ich mit dem Leben mache, das Gott mir anvertraut hat. Auch wenn der Auftrag klar ist, Gott zur Ehre, ihm eine Freude machen und andere Menschen höher zu achten als mich selbst. Der Chef ist weit weg. Viele sagen, Gott ist weit weg. Ich sehe ihn ja gar nicht. Gott ist weit weg. Oder viele sagen, den sehe ich nie wieder. Der ist weg auf Geschäftsreise, aber das ist schon so lange her, der kommt nicht wieder. Das war in der Zeit damals, als Jesus gepredigt hat, wo viele sagen, ja, der Messias kommt nie wieder. Der ist weit weg. Und viele haben vergessen, dass mein Leben von Gott anvertraut ist. Und sehen es so für sich und sagen, es ist mein Leben. Sie sehen es auch für andere und sagen bei Entscheidung, ja, wenn es für dich gut ist, dann ist es in Ordnung. Wenn es für dich gut ist, ich würde es nicht machen, aber wenn es für dich gut ist, wenn es für dich passt, dann ist es okay. Aber wenn mein Leben von Gott geschenkt ist, dann sage ich, ist es für Gott in Ordnung? Nicht, ist es für dich gut? Ist es für Gott in Ordnung? Er hat es mir doch anvertraut. Der Manager in der Geschichte von Jesus, der am Ende schlecht wegkommt, hat das anvertraute Silber vergraben an einem sicheren Ort. Ist ja eigentlich komisch, an einem sicheren Ort. Das war ja gar nicht der Auftrag, es sicher zu verwahren. Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Kunstwerke an einem sicheren Ort verwahrt, in Höhlen, irgendwo unter der Erde, damit Bomben nicht die Schätze vernichten oder damit die Feinde sie vielleicht nicht mitnehmen, in Sicherheit bringen. Aber der Auftrag hier von dem Chef war anders. Es ging um Geldvermehrung. Also manche von uns haben ja einen grünen Daumen, Kartoffeln in die Erde, kommen Kartoffeln raus, aber Geld in die Erde, dass dann Geld rauskommt, da kann der Daumen noch so grün sein. Das funktioniert nicht so gut. Also in der Erde
in die Erde tue ich nur was, was sicher sein soll, nicht um etwas zu vermehren. Es gibt eigentlich nur zwei Erklärungen, warum man sowas tut. Das eine ist, ich habe Angst, Fehler zu machen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Und das zweite ist vielleicht, zweite Erklärung ist vielleicht, dass dieser Manager dachte, der Chef kommt nie wieder. Der geht auf Geschäftsreise, der kommt nicht wieder. Und wenn er nicht wiederkommt, kann ich das Geld behalten. Und wenn ich es in die Erde vergrabe, dann sieht es keiner. Das würde auch erklären, warum er es nicht zur Bank gebracht hat. Wenn er es zur Bank bringt, wird ein Konto eröffnet. Dann hinterlässt es Spuren. Aber wenn ich es in meinem Garten vergrabe, dann sieht es keiner außer mir. Ich weiß, wo der Schatz ist. Aber plötzlich steht der Chef vor ihm und fragt, was hast du all die Jahre gemacht? Und jetzt kommt dieser geflügelte Satz aus meiner Familie. Ich weiß nicht. Jetzt kommt dieser Satz, ich habe nichts falsch gemacht. Was hast du all die Jahre gemacht? Und er sagt dir, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist meine Überzeugung. Es gibt ja den Witz über die Kündigung am Arbeitsplatz, wo der Chef sagt, Müller, Sie sind fristlos entlassen. Aber wieso, Chef? Ich habe doch gar nichts gemacht. Dann sagt der Chef, genau, deswegen. Dieser Manager sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Was hast du all die Jahre gemacht? Ich habe nichts falsch gemacht. Eines Tages wird jeder Mensch vor Gott stehen, ganz plötzlich, wie in dieser Geschichte. Plötzlich ist er da, ob durch die Entrückung oder weil ich plötzlich abberufen werde. Und Gott fragt, was hast du all die Jahre gemacht? Und dann wird es viele Menschen geben und sagen, ich habe nichts falsch gemacht. Wirklich, du kannst, ich schwöre, Alter, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe keinen umgebracht, ich habe nichts gestohlen. Ich habe meinen Ehepartner nie betrogen wie mein Nachbar. Ich habe meine Kinder nie missbraucht. Es gibt so Schweinebacken, was heute alles läuft. Ich habe das nie gemacht, das habe ich nicht gemacht, Gott. Ich habe die Umwelt nicht zerstört. Ich habe die Kaugummi nie auf den Boden gespuckt. Ich habe kein Discounterfleisch gekauft. Es gibt so viele Leute, die so viel falsch gemacht haben. Gott, ich schwöre, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts Böses gemacht, Gott. Lass mich einfach mal durch, ich möchte hier in den Himmel kommen. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist der Chef nicht beeindruckt. Ich habe nichts falsch gemacht. Er sagt nicht, wow, du hast keine Fehler gemacht. Die ganzen Jahre, wo ich weg war, kein Fehler gemacht. Ist ja großartig. Nein, er ist überhaupt nicht beeindruckt. Dieser Chef kündigt ihn. Der Mitarbeiter muss die Firma sofort verlassen. Vor Gottes Thron werden Menschen sein und sagen, ich habe wirklich nichts falsch gemacht. Aber Gott wird nicht beeindruckt sein. Er wird sie wegschicken. Ist das ein harter Gott? C.S. Lewis, ein Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert, in Oxford und Cambridge gelehrt, bekannt vielen durch die Chroniken von Narnia, soll einmal gesagt haben, jedenfalls wird das Zitat ihm zugeschrieben, das Schlimmste, was wir Gott angetan haben, ist, ihn in Ruhe zu lassen. Das Schlimmste, was wir Gott angetan haben, ist, ihn in Ruhe zu lassen. Gott belohnt nicht Menschen, die keine Fehler machen. Ich habe nichts falsch gemacht. Gott liebt Menschen, die eine Beziehung zu ihm suchen und die ihr Leben ihm anvertrauen, wie wir das gesungen haben. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Und nicht, die ihn in Ruhe lassen. Dieser Chef sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Treuer Knecht, das griechische Wort Vertrauen, Pistoio, kommt daher, treuer Knecht, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, die möchte der Chef belohnen. Komm in mein Fest. Und zu dem dritten Manager sagt er, du böser und fauler Knecht, faul, weil er aus den Talenten nichts gemacht hat, seine Zeit nicht für Gott oder Menschen eingesetzt hat, seine Talente nicht für Gott eingesetzt hat. Böse und faul. Und böse, weil er für sich behalten wollte.
weil er veruntreut hat. Und der Auftrag, den Gott an uns gibt, wo er um uns wirbt und bittet, dass wir unser Leben für ihn einsetzen, so wie er sein Leben für uns eingesetzt hat. So macht man das in einer Liebesbeziehung. Und dann gibt es diese zwei Sofortmanager, diese zwei anderen Manager. Der Mann mit den 5 Zentnern Silber machte sich sofort daran. Sofort. Er machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben. Ich glaube, das, was mir wichtig ist, was ich mag, das mache ich sofort. Manches mache ich sofort, damit ich es hinter mir habe. Aber wenn ich mir keine Mühe gebe, dann mache ich das sofort, was ich gerne mache, was mir wichtig ist. Zum Beispiel sofort einen Cheeseburger essen. Das ist doch gut. Ne? Oder sofort ein großes Feuer zu machen. Oder, ja, was ich gerne mache, mache ich sofort. Gott liebt sofort Menschen. Ja, ich möchte es sofort machen. Ich will nicht warten. Sofort ein Geschenk aufpacken. Nicht warten. Sofort das neue Auto kaufen. Nicht 4 Jahre warten noch. Sofort. Gott liebt sofort Menschen. Sofort machte er sich daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben. Am 9. November 1989, schon ein paar Tage her, hat ein gewisser Günter Schabowski in einer Pressekonferenz gesagt, das tritt nach meiner Kenntnis, das ist sofort, unverzüglich. Dieser Sofortsatz ging um die Welt und ist in die Weltgeschichte eingegangen, auf die Frage, ab wann die Grenzöffnung von der DDR zu Westdeutschland vollzogen wird. Und er wusste es nicht und dann drehte er seinen Schmierzettel, Notizzettel hin und her und sagte diesen verhängnisvollen, entscheidenden, konsequenzhabenden Satz, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Und Menschenmassen strömten, bewaffnet mit Trabis, die innerdeutsche Grenze. Sofort löst Veränderungen aus. Sofort ist mein Hunger gestillt. Wir haben heute Burger gegessen mit Spiegelei. Boah, ein Spiegelei muss sein, ne? Sofort. Sofort löst Veränderungen aus. Sofort, Jesus, zu deiner Ehre, nicht später, sofort, nicht vergraben, sofort. Sofort lege ich meine Sorgen bei dir ab, nicht morgen, nächste Woche. Sofort lege ich meine Sorgen bei dir ab. Sofort lasse ich meine Festlegungen beiseite. Sofort bekenne ich meine Schuld. Sofort entschuldige ich mich bei. Sofort bin ich bereit zu vergeben. Sofort lege ich mein Handy nach 3 Stunden weg und lese 5 Minuten in der Bibel. Sofort. Sofort ist ein Zauberwort. Sofort stehe ich auf. Ach, ich drehe mich noch einmal um. Sofort. Als ich angefangen habe, lesen zu lernen, bin ich in einem Buch an einem Wort stecken geblieben. Oder meine Schwester, weiß gar nicht mehr. Da kam die Frage, da steht ein Wort, das verstehe ich gar nicht, mit 2 O. Soft. Soft. Was heißt denn soft? Soft. Ja, so oft. So oft. Ja, so oft. Aber hier sofort. Sofort sage ich Dank, Lob, Wertschätzung. Meinem Partner, meinen Kollegen, meinem Chef. Sofort. Sofort ist das Zauberwort. Kurt Jürgen hat immer wieder gesagt, Gottes Wort ist wie ein Brühwürfel. Es steckt so viel drin und eine Menge Wasser kann drauf und es ist immer noch schmackhaft und es kommt eine Geschmacksnuance bei rum. In diesem Wort steckt viel drin, auch ein Nebengedanken, den ich aufgreifen möchte mit einer Werbung für nächsten Sonntag, weil das ist dann die nächste Folge. Der dritte Manager, falls er das Geld nicht unterschlagen wollte,
falls er wirklich nur Angst hatte, Fehler zu machen, könnte man sagen, hat er sich doch seltsam verhalten. Er hat den Auftrag ja nicht ausgeführt, sondern das Silberstück vergraben. Warum hat er nicht bei der Auftragsvergabe gesagt, Chef, das schaffe ich nicht. Du gibst mir ein Talent Silber, das ehrt mich wirklich sehr. Aber ich sage es dir lieber jetzt, damit du nicht nachher enttäuscht bist. Das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht vermehren. Ich kann vielleicht gut zusammenhalten, aber ich kann nicht vermehren. Er hätte sagen können, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich versage. Ich bin der Verantwortung nicht gewachsen. Also die zwei hier, ich glaube, die werden das hinkriegen. Aber ich sagte ganz ehrlich, ich habe Angst. Er hätte sagen können, ich bin der Falsche, wirklich. Frag jemand anders. Oder er hätte sagen können, Chef, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Kannst du mir noch einen kurzen Crashkurs geben, wie man Geld wirklich vermehrt? Ich weiß, wie man Geld zusammenhalten kann, aber ich weiß nicht, wie man es vermehren kann. Hätte er sich nicht viel Ärger einsparen können? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich persönlich kann das gut nachvollziehen, dass er das nicht gesagt hat. Ich kenne das sehr gut von mir. Sich nicht trauen, etwas anzusprechen, wo ich in einem schlechten Licht vielleicht stehe oder wo ich irgendwie auch das Gegenüber kritisiere. Ja, du glaubst, ich kann das machen oder du möchtest jetzt hier deinen Auftrag loswerden, aber ich möchte dir da jetzt widersprechen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Und dazu würde ich gerne nächsten Sonntag darauf zu sprechen kommen. Was ist, wenn ich etwas sagen möchte, aber ich traue mich nicht? Und ich weiß, eigentlich hätte ich sollen, aber wenn ich das mache, dann gibt es Ärger oder Probleme. Und irgendwie schlucke ich es runter, treffe eine Entscheidung und laufe in etwas hinein, wo ich weiß, das geht nicht gut aus. Und am Ende kommt es nicht so, sondern schlimmer. Und ich denke, hätte ich mal. Und dann bin ich wieder da, wo ich vorher gewesen bin und drehe mich im Kreis. Da würde ich gerne nächste Woche drauf eingehen und mit einem Gebet schließen und dann zurückgehen. Gott, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort hat mir so oft den Blick geöffnet, wie du bist. Danke für Wahrheit, die du sprichst, die hart sein kann, aber die in die Freiheit führt. Danke, dass du an mich glaubst und mir so viel anvertraust. Ich möchte dir bekennen, ich glaube an dich, ich vertraue dir und ich möchte es immer mehr lernen. Danke für deine Gemeinde, für Vielfalt in deiner Gemeinde und danke für deinen Segen, unter den wir uns stellen dürfen für die kommende Woche. Amen.